da ist einer. Oh, ich habe einen Mark gefangen. Aussehen 120 Zimtsternchen, Schwanzlänge 15 Zimtsternchen, Uncut, Top und Bottom, geheime Superkraft, den ich schmelze dahinblick. Hallo meine kleinen Zimtsternchen! Leute, ihr wollt eine Entschuldigung, warum es so lange gedauert hat bis zum nächsten Video? Habt ihr schon mal rausgeguckt, was für ein geiles Wetter es ist? Ich weiß, es ist ein bisschen ruhig im Moment auf meinem Kanal, aber macht euch keine Sorgen, ich mach weiter. Es ist gerade so schön und warm und da muss man raus. Boys lotzen. Und haltet euch fest, heute habe ich was ganz Besonderes für euch heute hier. Ein Eislatte à la Starbucks. Ja, den habe ich mir aber nicht gekauft, den habe ich selber gemacht. Oder die habe ich selber gemacht? Heißt es der oder die Latte? Ich sage immer die Latte, ne? Nichtsdestotrotz kann ich euch immer zeigen, wie die funktioniert. Ist total einfach, Leute. Und schmeckt so gut und erfrischend. Also ihr seht, man muss auch im Sommer nicht auf seine Latte verzichten. Oh! Leute, die Stadt ist voller Zombies. Pokémon Go. Ich habe ja von Pokémonen, Pokémonsen, Pokémons, was weiß ich, wie man das nennt, hier überhaupt gar keine Ahnung. Die sind ja ganz süß, aber ich verstehe das nicht. Die sammelt man und dann kann man die gegeneinander kämpfen lassen. So viel verstehe ich ja auch, ja. Aber was das denn so ausmacht und so, das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch den ganzen Hype nicht. Ich kann dir vielleicht sagen, welcher Typ auf der Straße schwul ist oder es vielleicht mal ausprobieren möchte. Aber Pokémonsen, nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Mein Mitbewohner ist ja Feuer und Flamme davon, ne? Der ist schon in was weiß ich wie für ein Level. Der ist auch dauernd draußen. Vorher hast du den nie rausbekommen. Hab ich gesagt, Tom, wollen wir mal rausgehen? Och nö, es ist zu warm, zu viel frische Luft und so. Jetzt sehe ich den schon gar nicht mehr. Und mit dem zusammen rausgehen kannst du auch nicht. Drehst dich einmal um, ist er weg. Letztens ist der in irgendeinen Hof reingegangen, weil der irgendein Pokéfock war oder sowas. Ich verstehe das mit diesen Spielen und mit diesen Kämpfen irgendwie nicht so. Sowas müsste es mal für Gays geben. Pokémon Gay, fang deine Lieblingsgays. Und die dann gegeneinander antreten lassen. Ich stelle mir das so vor, man sucht seine Typen auf der Straße und die kann man dann in Darkrooms oder Cocktailbars gegeneinander antreten lassen. Ah, kein Pokégay in der Gegend. Vielleicht kann ich die ja anlocken mit einer Banane. Oder einer Zucchini. Oh, bin ich wieder vulgär heute. Da ist einer. Oh, ich habe einen Mark gefangen. Aussehen 120 Zimtsternchen, Schwanzlänge 15 Zimtsternchen, Uncut, Top und Bottom, geheime Superkraft, den ich schmelze dahinblick. Den lasse ich mal im Darkroom um die Ecke gegen Boris antreten. Wobei man diesen Boris nicht unterschätzen sollte. Aussehen 245 Zimtsternchen, Schwanzlänge 20 Zimtsternchen, Cut nur Top und passt auf geheime Superkraft, der Macho-Blick. Oh. Dann lässt man die einfach gegeneinander antreten und der Verlierer von diesen Pokégays muss dem anderen eine Latte ausgeben. Oder einen Blasen. Ja Leute, ich glaube, dann könnte ich mich mit diesem Spiel anfreunden, wenn das so wäre. Denn wie sagte mein Ex-Ex-Ex-Ex-Freund immer, ein Spiel ist nur so lange langweilig, bis die Typen anfangen, sich auszuziehen. Nee, aber dieses Pokémon Go, ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Gibt es so gut aussehende Pokémons, die vielleicht so ein bisschen aussehen wie ein super sexy Typ? Vielleicht könnt ihr mir das noch ein bisschen schmackhafter machen, dann lade ich es mir nochmal runter. Ich hab's ja wieder gelöscht. Mein Hals ist nur große Sachen gewöhnt. Wenn ihr wollt, kann ich euch im nächsten Video zeigen, wie so eine Eislatte geht. A la Starbucks. Nein, a la Dieter. Ich habe schließlich das Patent auf Latten, oder? Und ich habe euch alle so, 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 so da lieb. Knubu, euer Dieter. Bis zu unserem nächsten Date. Bye.